Und jetzt die Nachrichten, die Sie gut in den Tag bringen. Guten Morgen, South Park! Ein Angriff auf das South Park Polizeirevier hat die ganze Stadt in Angst und Schrecken versetzt. Häftlinge entkamen und Polizisten liegen im Krankenhaus. Ein Mitglied der Handelskammer hat die Nase voll und kandidiert nun für das Amt des Bürgermeisters. Die Bürger von South Park sollten sich sicher fühlen. Sicher vor Selbstjustizlern, die Leuten ins Gesicht furzen. Gemeinsam können wir uns von diesem Analterrorismus befreien. Mein Name ist Mitch Connor und das ist meine Botschaft. Hast du manchmal das Gefühl, dass du nicht weißt, was du tun sollst? Dass dir jegliche Orientierung fehlt und du keine Ahnung hast, was los ist? Mein Kind, du hast leider auf die falsche Weise versucht, zu dir zu finden. Deine sexuelle Identität oder deine Ethnie zu kennen, das ist nichts im Vergleich dazu, sich spirituell zu kennen. Starks Pond, mein Kind, da wartet jemand auf dich, der dir helfen wird, zu deinem wahren Ich zu finden. Lakaien, sammeln! Du kriegst das hin! You test my reserve! Geilo! Das ist für Scrambles, ihr Bastarde! Cool, cool! Woody 4! Einmal aussetzen, bitte! Du bist tot! Ja! Ninja Speed fails me! Beware the tiger in the grass! Jetzt bin ich wohl dran. Chaos! Das läuft genau wie geplant. Kuhn am Start. Platz für den Kuhn. Just a fresh wound. Ich bin wieder da, Oh Mann, nicht schon wieder. Gute Nachricht, ich habe einen Schild. Okay, ciao. Nächstes Mal zeige ich euch, was ich vorhatte. Dass mir keiner an mein Werkzeug geht. Feuer frei! Wie dumm muss dein Dad sein, um dir seine Werkzeuge zu leihen? Wenigstens habe ich einen Dad. Schön, Biara. Oh Mann, hier geht's gleich chaosmäßig zur Sache. Noch ein Feind fällt durch die Macht von Kuhn and Freedom Pearls. Ohne Chaos hätten wir es nicht geschafft! Freedom Pearls! Alle Freedom Pearls auf der Stelle zur Basis! Wiederhole, alle Freedom Pearls zur Basis! Wohin des Wegs? Rechts
schaffen. Bitte schön. Psst. Psst. Hey, hier drüben. Hab dich beobachtet. Ich glaube, wir können uns gegenseitig helfen. Hast du von den Super Best Friends gehört? Ich bin's, Seemann. Ein mächtiger Superheld mit der Fähigkeit, mit Fischen zu sprechen und zu schwimmen. Es ist Samen. Ich bin Seemann. Es ist mein Job, allen Meereskreaturen zu helfen. Und gerade braucht ein schwuler Fisch Hilfe, seine Mutter in den Himmel zu bekommen. Ich will ihm unter die Flossen greifen. Aber die anderen Super Best Friends haben zu viel zu tun. Hilfst du mir? Dann schwimme mit mir in die Tiefe. Keine Sorge, meine Wasserabwehrkräfte beschützen dich. Und so taucht das Kind in die Tiefe des Wassers, geschützt von Samen. Seemann! Hinunter dahin, wo der kleine schwule Fisch lebt. Weine nicht, kleiner Fisch. Ich habe Hilfe mitgebracht. Oh, danke, Samen. Könnt ihr Mama wirklich helfen, in den Himmel zu kommen? Es heißt Seemann und durchaus. Dieses Kind hat unglaubliche Kräfte. Gut, wenn Mama in den Himmel kommt, kriegt ihr 3 Millionen Dollar und ein bisschen Schmuck. Fass einfach meine kleine schwule Flosse an, um magisch zu ihr transportiert zu werden. Durch das Anfassen der Flosse werden Samen und sein Kumpel nach Valhalla transportiert, wo ein anderer Fisch auf einem Einhorn reitet. Ich bin hier, Mama. Bist du das, Baby? Ich bin's. Wir bringen dich in den Himmel, Mama. Halt dich fest, das Kind wird uns helfen. Okay, Baby, ganz wie du meinst, du kleiner schwuler Fisch. Und so half der Sidekick von Samen, der Mama des schwulen Fischs auf Regenbogen-Einhornfürzen gen Himmel zu fahren. Es heißt Seemann, verdammt! Dieser Weg führt direkt in den Himmel, Mama. Pass nur auf die Säulen auf. Wir sollten das auf eine Goldplatte pressen und ins All schießen, damit auch Außerirdische das sehen können. Und hier gibt's fast alles. Säulen, Feuerbälle, glitzernde Regenbögen. Wahnsinn! Aber je näher sie dem Himmel kam, desto gefährlicher wurde der Weg der Mama. Mama, deine Himmelfahrt ist das größte Kunstwerk, das ich je geschaffen habe. Oh, nicht so schnell! Dann komme ich schneller in den Himmel, Schatz! Die Mama des schwulen Fischs hatte den Himmel fast erreicht, doch dann erschien Zazul! Oh nein, der Dämon steht für alle meine Hater! Deine Feuerbälle sind wie die fiesen Tweets von Leuten, die mein Genie nicht erkennen. Das ist mit das Allergrößte aller Zeiten! Aller Zeiten! Aufregen. Hab's geschafft! Vielen Dank für deine Hilfe, Baby! Ich liebe dich, Mama! Dann bis ganz bald, Baby! Ja, bis bald, Mama! Halt, was zum Teufel soll das heißen? Mama? Moment mal, was ist das? Das hast du sehr gut gemacht, mein Kind. Vielen Dank, Jesus! Nicht du, Samen, das Kind. Seemann! Oh, ja, stimmt. Na, egal. Du hattest keinen Grund, diesem schwulen Fisch zu helfen, mein Kind. Und doch, tatest du es. Klar musste es mir helfen, ich bin ein Rap-Genie, die Stimme einer Generation. Ich spüre, dass du auf der Suche nach deiner Spiritualität bist, mein Kind. Erlaub mir, dir zu helfen. In jeder Religion gibt es Gutes und Böses, mein Kind. Was bist du? Rechtschaffend. Neutral. Chaotisch. Neutral. Agnostiker, Atheist, Buddhist, Christ, Hindu, Jude, Mormone, Moslem, orthodoxer Jude, Quäker, Rastafari, Satanist, Scientologe, Sikh, Taoist, Unitarier, Wicca, Agnostiker, Atheist. Okay, du bist ein neutraler Atheist.
Oh, warte. Du willst sicher ein Selfie mit Jesus, oder? Herzlichen Glückwunsch, mein Kind. Du weißt jetzt, wer du bist. Ein sehr wichtiger Schritt, um an dich selbst zu glauben. Viel Glück, kleiner neutraler Atheist. Schau, schau, schau. Na, was haben wir denn da? Was bist denn du für eine Sorte? Cisgender. Heterosexuell. Weiß. Amerikanerperson. Neutral. Atheistisch. Cletus, warum redest du so komisch? Dialogbaum. Ah, okay. Solche wie dich mögen wir hier überhaupt nicht, klar? Lass uns dieses Ding ordentlich begrüßen. Oh, gleich knallt es! Mein rachsüchtiger Gott hat befohlen, es dir richtig zu geben. Ja! Ich lass mir deine Weltanschauung nicht aufschwatzen. Ich hab ein gutes Gefühl bei der Sache. Ja! Ist das so ein Zigeunerfluch? Dass mir keiner an mein Werkzeug geht. Du scheiß Mensch mit anderen Ansichten als ich. Sorry wegen des Zugs. Also ich halte die andere Wange nicht hin. Das ist mein Wunderarsch. Sekunde, das klang falsch. Ich bring dir das Evangelium der Arschtritte bei. Oh, Auge um Auge. Macht euch auf Schmerz gefasst. Chaos! Du Mieses. Endlich. Super Sieg! Der schnellste in der Stadt. In der Zeit hätte ich vielleicht 7 Millionen Selfies gemacht, Minimum. Läuft gut, Wunderarsch. Bitte schön. Ich bin's, Classy. Ich wollte dir nur danken, dass du den korrupten Polizeichef erledigt hast. Dank dir bin ich jetzt frei. Wenn du irgendwann Hilfe brauchst, komm einfach zu Classy. Mit einem I und einem kleinen Schwanz, der am C hängt und das L aus dem S fickt. Franchise-Plan. Man kann ja kaum noch was erkennen. Die kommen wohl in der Nacht und haben das Sicherheitssystem geknackt. Timmy. Wer zum Teufel tut sowas? Ich wette, das waren die Sechstklässler.
Nur die haben so wenig Stil. Nein, das war jemand, der uns persönlich treffen wollte. Ja, Siri. Eine neue Videonachricht. Spiel sie ab. Vollbild. Ja. Ja. Wo sind wir hier? Hey, das sind doch Wunderachs Eltern. Das ist eine Nachricht an Kuhn and Friends. Fuck, verdammt. Sieht aus, als hätte ich was, das der Neue will. Trifft sich gut, denn der Neue hat was, das ich will. Connor, dieser Hurensohn. Ich hätte dir einen Handel anzubieten. Wie sieht's aus, Neuer? Hör zu, junger Mann, du steckst in großen Schwierigkeiten, wenn... Hör zu, junger Mann, du steckst in großen Schwierigkeiten, wenn... Da! Da! Der schlägt mich! Hast du das gesehen? Geh nach draußen und mach dann genau, was ich dir sage. Oder du siehst deine Eltern nie wieder. Und beeil dich, sonst gibt's noch mehr hiervon. Wo sind sie, Fettarsch? Wo ist wer, Jumenkeit? Wunderarschs Eltern, wo sind sie? Woher soll ich das wissen? Scheiße, du steckst dahinter! Du hast Wunderarschs Eltern entführt, weil dich unsere Verbindung zu den Freedom Hearts ankotzt! Nein, ich will dieses Franchise mehr als sonst wer. Sag's ihm, Leute! Du hast 5 Sekunden, Cartman! Ich bin auf deiner Seite, Wunderarsch! Du glaubst mir doch, oder? Warte mehr! Ich beweise meine Unschuld, Wichser! Los, schnappen wir uns den Fettarsch! Was hat er gesagt? Thank you.
Okay, Neuer. Ich sag dir jetzt, wo du hingehen sollst, und da gehst du auch hin. Zu Fuß, verstanden? Kein Schnellreisen. Geh zu dem Ort, wo die Leute ihre Kaffeesucht befriedigen. Schnell. Tick-tack, tick-tack. Ist doch der furzende Selbstjustizler. Wer bietet dem Chaos die Stirn? Niemand! Wenn du da ankommst, siehst du einen Typen in einem roten Hemd. Sprich ihn an. Mann, Lakaien, was ist denn los? Dein Scheck ist geplatzt. Die Schergen des Chaos möchten bezahlt werden. Eure Kostüme sind so schrottig. Die würden sich auf jeder Comic-Con wie zu Hause fühlen. Peng, 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 peng! Ihr kleinen Cosplayer solltet mal an euren Stunts feilen. Na, wie wär's mit einer Runde Chaos-Kite, Junge? Pew, pew! Das hat gesessen. Ich bin jetzt bei den Guten, ihr Bösen. Für Chaos! Wenigstens weiß ich, dass es nicht langweiliger werden kann. So geht's! Verneig dich vor dem Chaos, dumm... Kopf! Sorry wegen des Zugs. Selbst bei frühen Dr. Who-Folgen sahen die Effekte besser aus. Lauf heim zu Mama, du Schwachmart! Mikroaggression! Schlag ihn! Ich bin drin! Okay. Pew, pew. Kleiner Rückschlag! Erledigt! Willkommen im Café Tweak. Was kann ich für dich tun? Du wirst unsere neue Ware lieben. Es war mir ein Vergnügen. Na, du... Oh, wow. Das ist dieser Selbstjustizler. Bist du ein Held oder die Geißel der Menschheit? Mann, der Kaffee macht mich total kirr... Hallo? Ist für dich. So ist's brav, Neuer. Aber jetzt mache ich's dir ein bisschen schwerer. Statt dir zu sagen, wo du hin musst, gebe ich dir ein Rätsel. Bereit? Der Tod kommt dort in vielen Facetten. Finde den Laden, um deine Mutter zu retten. Alter, ich bin so breit von dem Zeug.
Willkommen im Café Tweak. Was kann ich... Boing, ding, 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 ding. Ha! Du glaubst, du kannst überlisten, Shitty Ninjas? Oh, glaub nicht, du kannst weglaufen vor Shitty Ninjas. Denn weißt du, Shitty Ninjas haben immer einen Plan B. Du hast viele Feinde gemacht in Staat, Selbstjustizler. Und jetzt, du musst dich stellen, allen gleichzeitig. Gruppenführer, King Diaoma! Sechstklässler! Raisins Girls! Sie klauen uns unsere Jobs! Krebsmenschen! Haha, Selbstjustizler, alle sauer auf dich! Du bereit machen für Sterben! Diese Sechstklässler wollten bloß Titten sehen und du hast sie gekillt! Okay, Ninja, du zusehen. Das ist ganz spezielle Technik. Ich kann grad nichts machen. Ihr seid dran. Holzschnitzer! Ja! Ich dachte, Ninjas können sich in Rauch verwandeln und so. Das ist kein authentischer Ninja-Move. Du kämpfen wie elender Mongole. Fühlt den Zorn von Human Kite. Pew, pew. Oh, ich mochte sein Outfit. Die anderen Raisins Girls flippen aus, wenn sie wüssten, gegen wen ich kämpfe. Sieht aus wie Krebs. Hilft den Menschen. Oh mein Gott, lass ihn in Ruhe. Ich zeig euch, wie man richtig auf die Kacke haut. Gerechtigkeit kommt ohne Anleitung. Doppelschraube! Finger weg von meinem Süßi! Los, mein Arsch! Menschenkrebse! Meine Laser sind wieder komplett aufgeladen. Jetzt kann's losgehen! Pew, pew. Oh. Die Schwester von meiner besten Freundin hat mit ihm zusammen Mathe. Ich mach das, Leute! Oh Mann, Leute! Sechstklässler sind voll überbewertet! Einmal aussetzen, bitte. Laserbohrer! Freunde, ich bohre. Los geht's, Neuer! Wer ist noch? Zum Wetter! Aus dem Westen nähert sich der Zorn des Kalt! Und wieder mal hat keiner Mitleid mit den Arbeitslosen! Wow, hier unten lebt noch jemand? Jetzt bin ich wohl dran! Das war echt super, Leute!